Jetzt hören Sie mal ganz genau hin. Kennen Sie das noch? Ob nun Marlene oder Marianne, das ist alles eins. Marianne Rosenberg, alle 2 Jahre ruft die Presse, Marianne Rosenberg ist wieder da, als ob sie je weg gewesen sei. Unser Schlagerprinzesschen oder wie haben die alle geschrieben? Was war denn da noch Schönes, Tatjana? Popschneewittchen. Popschneewittchen, Marianne Rosenberg. Sie ist jedenfalls immer da gewesen. Sie hat sich nur für ihre Fans sehr beunruhigend, rasch und manchmal auch extrem gewandelt. Gestern hat sie ihre neue LP vorgelegt, Feuerrosen. Und daraus hören wir jetzt, wenn ich dich betrüge. Mikrofon brauchen wir gar nicht. Ja, ja, das brauchen wir gar nicht. Oder doch, nee, wir brauchen das. Entschuldigung, ich hätte jetzt alles durcheinander gebracht. Ich wollte nicht so einen Knopf haben wie Sie. Ja.
Rosenberg, ich hoffe, ich trete nicht Ihnen zu nahe, wenn ich Ihnen sage, also es erinnert mich doch ein bisschen an die Titel der 70er Jahre auch. Das ist ja auch gar nicht verwunderlich, weil dieses Stück, was Sie gerade gehört haben, ist ein Zitat auf die 70er. Mir sind in letzter Zeit so viele Coverversionen vorgelegt worden von alten Songs, von jungen Musikern, sodass mich das... Ich bin noch ganz atemlos. Wollen wir erstmal abdampfen hier. Sodass mich das sehr inspiriert hat, ein Lied zu machen wie Wenn ich dich betrüge. Mhm. Auch diese berühmten Ahahas. Das ist auch sehr viel mit Augenzwinkern. Auch die Uhuhus habe ich viel bei Ihnen gehört. Sehr viel mit Ironie. Die Uhuhus wurden mir verboten. Von wem? Von meinem Produzenten, der findet die nicht so toll. Wenn Sie das so erzählen, ja, das ist bewusst ein Zitat für aus den 70er Jahren. Ja. Wer soll das mitkriegen? Meinen Sie, das Publikum ist so auf Kategorisierung aus und sagt, aha, das ist die Marianne aus den 70ern, dann kommt die aus den 80ern? Oder das ist schön, wenn das Publikum nicht so drauf ist. Ich glaube auch, dass das Publikum sich nicht so viele Gedanken wie die Medien darüber macht, wo jetzt jemand hingehört, in den Schlagerbereich, in den Pop- oder in den Rockbereich. Ich glaube, das Publikum oder mein Publikum findet einfach bestimmte Stücke gut oder eben weniger gut. Trotzdem ist es so, und da muss ich jetzt die Medien doch in Schutz nehmen, Sie haben eine ganze Menge abrupte Wendungen, gerade 70er, 80er und 90er Jahre gemacht. Plötzlich hatten Sie so eine Anarcho-Phase, darf ich das so sagen? Mit Extra Breit, das ist ja nun nicht unbedingt Anarcho, aber mit Rio Reiser, linke, angriffslustige Texte. Warum ist das nicht weitergegangen? Radio 100 haben Sie moderiert mit Marianne Enzensberger. Warum ist das ist nicht weitergegangen, weil das aufgekauft wurde von Radio Energy. Und mit Rio Reiser, das ist ja weitergegangen. Ich habe ihn in den 80er Jahren getroffen und ich habe ihn gefragt, ob er Texte für mich schreiben wollte. Ich bekam dann ein wunderschönes Telegramm, wo drauf stand, Marianne, die Scherben freuen sich, mit dir zu arbeiten. Das hat mich sehr, sehr geehrt. Und auch Marianne Enzensberger ist ja aus dieser Zeit. Mhm. Und als ich dann 1989 wieder einen Plattenvertrag unterschrieb, haben diese Leute ja mit mir gearbeitet. Diese Verbindung oder diese Arbeit, auch das Komponieren, dem ich mich dann gewidmet habe, und dem Texten in diesen, sage ich mal, nach außen hin stillen 80ern, das ist ja eingeflossen dann in die 90er. Trotzdem, so betont auch politisch gesellschaftskritische Ansätze gab es dann nicht mehr. Haben Sie die Da muss ich Ihnen leider widersprechen. Dann kenne ich nicht genug, das kann auch sein. Also auf dem neuen Album Feuerrosen gibt es zum ersten Mal zwei, sage ich mal, offizielle politische Lieder. Blühendes Albtraumland, das ist meine Auseinandersetzung mit Deutschland, wie es heute ist, oder mit... Sie haben da auch am Text mitgewirkt? Ich habe den Text geschrieben, selbst. Und jeder Krieg ist weit, eben über diesen Krieg, der uns sehr nah ist und trotzdem auf eine Art und Weise sehr, sehr weit scheint. Also ich habe das schon verarbeitet. Ich habe sowas auch auf dem letzten Album gemacht mit Chabo, auch mit einem Titel, der Dunkler als die Nacht hieß. Man hätte aber noch annehmen können, dass es sich da auch noch um ein Liebeslied handelt. Mhm. Und das ist jetzt auf dieser LP ganz anders. Da kann man das nicht mehr annehmen. Gut, vielleicht will die Presse immer so Zäsuren setzen. Das ist die Marianne der 80er und dann der 90er. Das macht es vielleicht leichter, auch in Schubladen zu denken. Hier haben wir es aber trotzdem noch mit einem Phänomen zu tun, was ich so auch noch gar nicht kennengelernt habe in der deutschen Schlagerindustrie oder Branche. Sie werden ganz stark als Kultfigur gehandelt. Wie erklären Sie sich das? Für welchen Kult stehen Sie? Ja, das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Kult ist ja etwas, was entsteht und nicht, was man machen kann oder was man beeinflussen kann. Also, ich kann Ihnen nicht sagen, wie ich das geworden bin, was ich... Aber können Sie mir sagen, für welchen Kult Sie stehen? Nein, das kann ich nicht. Was glauben Sie? Ist mir völliges Rätsel. Ich sehe nur, wenn mit Ihnen Interviews gemacht werden, Kultsängerin. Ja, das muss Sie doch unsicher gemacht haben, dass die nicht sagen Schlagersängerin, sondern Kultsängerin. Welche Genre ist das? Also ich finde das Wort Kult im Zusammenhang mit der Tatsache, dass ich das noch lebend erfahren darf, finde ich ganz schön. Finde ich als Kompliment. Ach so, eine lebende Legende. Janis Joplin, oder? Ich fand das irgendwie immer ein Kompliment. Finden Jetzt fragen Sie, wir mal Leute, so die Sie ein bisschen zum Kult machen. Ihre Fans, da gehe ich mal eine Sekunde weg, Sie vermissen mich nicht. Ich bleibe hier. Wir haben nämlich nicht nur einen Fanclub hier, sondern Vertreter mehrerer Fanclubs. Sie sind Frank aus?
Berlin, ich glaube, den Berliner Fanclub geleitet. Der heißt wie? Ja, Marianne Rosenberg, oh. Fanclub Berlin. Sie sind aus Osnabrück, Sie sind aus... Ich bin auch aus Berlin. Auch aus Berlin, auch aus Berlin. Aber verschiedene Fanclubs. Wir gehören verschiedene Fanclubs an, ja. Ja. Was ist so toll an Marianne Rosenberg, dass man einen Fanclub draus macht? Ich bin dem Kult auf der Spur, Frank. Ja, ich kann dazu halt nur sagen, ich bin als 9-jähriger Marianne Rosenberg-Fan geworden. Warum ich sie toll finde, kann ich mir auch nicht erklären. Das wie ist sind so. Sie als 9-jähriger... Wie sind Sie als 9-jähriger Marianne Rosenberg? Warum? Was war das für ein Aussicht? Es gab eine Textzeile, die hieß, wie ein Spielzeug, was man sich nicht nehmen lässt. Vielleicht daher. Mhm. Und die Entwicklung, die Marianne Rosenberg halt im Laufe der Zeit gemacht hat, Rockmusik oder, naja, Rockmusik, gut. Also auf jeden Fall härtere Klänge irgendwie oder das gemeinsame Projekt mit Marianne Enzensberger, Rouge Noir oder oh, er kennt die Filme, alles. Die sie das gemacht hat, fand ich halt schon toll. Ich denke, ich dachte immer, oder das habe ich mir einreden lassen, dann, er gehört zu dir. Können wir das mal anspielen? Wie heißt es? Er gehört zu mir. Zu mir, nicht zu dir. Das sind Sie aber der Einzige, der das nicht kennt. Ich dachte, das war es immer. Das, also ich persönlich finde das Lied furchtbar. Also, ich denke. Marianne, der Erste, der das furchtbar findet, wie finden Sie das Lied? Ja, wir finden es alle nicht mehr so schön. Ich meine, weil es so oft gespielt wird, es in jeder Diskothek gespielt, es ist irgendwie ausgereizt. Ja, ausgereizt, ja. So ist es, ja. Die neuen schöner. Sind schöner. Wesentlich schöner. Also ich lebe doch mehr mit den alten Sachen. Sie sind ja aus Ihrem Fanclub auch ausgeschlossen worden, wie Sie mir erzählt haben. Sie sind ja Renegat. Nach Osnabrück übergewechselt, weil es einige Sachen mir in Berlin gegeben hat, die mir nicht so gefallen haben. Was und zum Beispiel? Was kann in einem Fanclub passieren, was einem Ja, die Verbindung zum Clubleiter. Das klappt da alles nicht so ganz. Ja, und deshalb halt. Verehren Sie als Fanclub, als Fan, als Fanin, gibt es das? Nee. Ja, natürlich. Verehren Sie die Person Marianne oder verehren Sie die Musik, das Material? Die Person Marianne kenne ich nicht persönlich. Wie gesagt, ich finde ihre Titel super, ihre Stimme, ihre Ausstrahlung. Das ist eigentlich das, was mir gefällt. Und wie gesagt, die Person. Sie würden sich wahrscheinlich, so wie Sie hier sitzen, gar nicht als Fanatiker von Marianne Rosenberg bezeichnen? Naja, das ist sowieso. Ein Fanclub hat immer so diesen Negativ-Touch von kreischenden Teenies. So ist es aber bei uns nicht. Also, schade, ich dachte, es kommt jetzt hier so. Nee, überhaupt nicht. Wir treffen uns mal. Wir Sie, werden Musik, nicht wir dann, Sie werden dann nicht die Jacke oder was sie anhat. Ich werde jetzt hier auch nicht in Ohnmacht fallen. Nee, nein. Um Gottes Willen. Aber also, nee, wir gehen zur Plattenbörse, suchen nach alten Platten. Also ganz realistisch. Es ist halt so, dass man sich halt öfter trifft, halt sich alte Videos anschaut oder neue Titel irgendwie gemeinsam anhört, sie bespricht. Was findet man toll, was findet man nicht gut? Frank, jetzt aber die Gelegenheit, Marianne Rosenberg was zu fragen, was Sie sonst nicht fragen konnten, weil Sie nicht in Ihrer Nähe waren, die wollen wir schnell noch nutzen. Wer möchte? Was Sie? Mir fällt eine Frage ein. Die LP Rouge Noir, wird es die geben? Ja oder nein? Und wenn ja, wann? Ach, so schöne kurze Fragen, kurze Antworten und ich kann wieder zu Muss Ihnen. Ich leider sagen, dass die für den Moment zurückgestellt ist, weil eine Tour geplant ist im Februar 94. Und das ist das erste Mal, dass ich, also ich hätte fast gesagt weltweit, dass ich bundesweit auf Tour gehe. Also eine Hallentour, Konzerte habe ich ja oft gemacht. Und das ist sehr, sehr viel Arbeit. Zum Beispiel da alte Songs und neue Songs miteinander zu verbinden und sie also so zu arrangieren, dass sie auch in zu so einem neuen wie Feuerrosen passt. Also das macht sehr, sehr auch noch alles sein. Viel Arbeit, ne? Frau Rosenberg. Sehr, sehr viel Arbeit. Und deshalb musste ich dieses Projekt zurückstellen. Frau Rosenberg, wo war Ihr Ruhm, wann war Ihr Ruhm größer? Als Sie als Jungstar in Deutschland gehandelt wurden oder heute? Und wie reflektieren Sie diese Zeit damals? Also, ich glaube, dass ich das heute viel bewusster erlebe. Damals habe ich es selbstverständlich genommen, weil ich fing mit 14 Jahren an zu singen. Und ich hielt es für selbstverständlich, dass jedes Lied, was ich sang, auch ein Hit wurde. Und so war es dann auch. Und so war es dann auch. Ich saß dann in der Schule, habe Bravo gelesen und habe die Charts angeguckt, wo ich jeweils war. Und auf dem Schulhof habe ich Autogramme gegeben. Ich habe mich großartig gefühlt und dachte, das würde immer so anhalten. Und es gab natürlich, Gott sei Dank, gab es auch Platten, die keine Erfolge waren. Und die haben mir da einfach die Augen geöffnet, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Wenn ich heute von der Bühne abgehe, dann, und der Applaus ist da natürlich, das ist Voraussetzung, dann habe ich schon ein Gefühl von, naja, Dankbarkeit hört sich vielleicht irgendwie jetzt zu tief an. Aber ich nehme das ganz bewusst mit als ein glückliches Gefühl und
denke auch, ja, meine Stimme, das ist ein Geschenk und dass es ein Gefühl gibt zwischen den Leuten, die mir zuhören und zwischen mir, das ist einfach... Es ist ein großartiges Gefühl, das nehme ich sehr bewusst an. Das sollen Sie heute Abend auch haben. Wir wollen es auch von Ihnen haben. Sie sind ja weiter bei uns, Sie singen auch noch einmal. Und dann soll dieses Gefühl uns alle vereinen hier bei Babelsberg Live. Bis dahin erstmal schönen Dank, Marianne Rosenberg. Applaus